übertakte ich meine Grafikkarte eigentlich richtig, sodass sie nicht nach einem Jahr kaputt geht, sodass keine Spiele abstürzen, sodass ich aber mehr Leistung habe und von meiner Grafikkarte am meisten profitieren kann. Das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Also ihr braucht dafür zwei Anwendungen, das ist wichtig, und zwar einmal den MSI Afterburner, der dürfte eigentlich jedem ein Begriff sein, und zweitens den MSI Combustor, das ist ein Benchmark, das ist einfach sehr praktisch, weil man da aus dem Afterburner direkt in den Combustor rein switchen kann. Jetzt zeige ich euch mal, wie das dann geht. So, ich habe jetzt hier den Afterburner offen, ich habe jetzt da noch so ein Custom Design drauf, ihr habt am Anfang das Default Design, da kann jeder machen, was er will. Im Prinzip. Hier sehen wir jetzt unseren Grafikkartentakt, hier sehen wir unseren Grafikspeichertakt und hier unten können wir die jetzt hochtakten. Bevor wir das aber machen, müssen wir erstmal hier das hier maximal hochdrehen, damit das nicht blockiert. Und dann takten wir immer den Core Clock und den Memory Clock jeweils um 10 hoch. So, 10 Memory Clock und am besten plus 10, nicht minus 10. Untertakten kann man natürlich machen, muss man nicht. So, dann klicken wir auf den Haken. Dann hier auf dieses K, das ist dann, also das ist jetzt ein spezielles K von dem Custom Design, aber auf jeden Fall auf ein K, das muss irgendwo immer sein. Das ist dann, der öffnet den Combustor, da klicken wir jetzt auf Run Stress Test und dann sehen wir, dass wir jetzt so viele FPS haben, zwischen 54, 56, 55, so um den Dreh. Das bedeutet, wir versuchen jetzt diesen Wert zu schlagen und dann takten wir das immer weiter hoch. Ich habe das jetzt hochgetaktet bis 185 MHz bei meiner Grafikkarte. Das habe ich mir hier als Profil gespeichert. Wenn ihr nämlich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so, sagen wir mal, ihr habt das jetzt so getaktet, so, beides auf 68, wahrscheinlich hättet ihr dann beides wahrscheinlich eher auf 70, so, plus 70 MHz bei beiden, perfekt. Dann klickt ihr hier auf den Haken, dann hier auf dieses Symbol, auf diese Diskette. Dann könnt ihr hier ein Profil auswählen. Bei mir ist die 1 schon belegt. Ich nehme also die 2. Bei euch wäre es dann die 1. Klickt da drauf. Dann habt ihr das jetzt hier gespeichert. Und wenn ihr jetzt den Combustor öffnet und hier drauf klickt, habt ihr direkt eure Übertaktung da. Dann klickt ihr auf dieses Schloss. Und das bleibt jetzt also so. Also auch wenn ich den jetzt schließe und wieder öffne, seht ihr, wir haben immer noch diese Übertaktung. Also der bleibt, die Grafikkarte ist jetzt die ganze Zeit dann 70 MHz übertaktet. Das ist ziemlich nice. Und wenn ihr das jetzt, eure Übertaktung gefunden habt, dann ganz wichtig, müsst ihr noch eine Sache machen. Ansonsten kann es sein, dass sie euch gar nichts bringt, weil ihr müsst jetzt ein Spiel nehmen, wahrscheinlich dann am besten das, wo ihr am meisten spielt. Wichtig ist nur, dass man im Spiel die FPS sieht und dass das Spiel halt viel gespielt ist. Also zum Beispiel bei mir wäre das dann jetzt Minecraft, da würde ich dann reingehen, so, und hier könnt ihr jetzt in der Welt dann mal ein bisschen rumlaufen, muss ja nicht Minecraft sein, meinetwegen ist es bei euch Valorant oder Battlefield oder was auch immer, und dann lauft ihr hier mal ein bisschen rum, so 5 bis 10 Minuten, also das müsst ihr nur ganz am Ende machen, wenn ihr die Übertaktung habt, das reicht wahrscheinlich auch schon 2 Minuten, und dann, wenn die Übertaktung zu hoch ist, stürzt das Spiel dann wahrscheinlich ab, nach I don't know, vielleicht 1 bis 2 Minuten. Dann schließt sich zum Beispiel hier bei Minecraft der Launcher und da steht dann, dass das Spiel leider aus unerfindlichen Gründen abgestürzt ist. Wenn das passiert, dann habt ihr zu viel übertaktet, dann müsst ihr die Übertaktung nochmal mit der Übertaktung ein bisschen runtergehen, bis das Spiel halt nicht mehr abstürzt. Da müsst ihr dann mehrmals in das Spiel halt rein, ansonsten wird's mies. Und wenn ihr das gemacht habt und das Spiel dann läuft, dann ist alles gut. Und dann könnt ihr mit dieser Übertaktung ab jetzt spielen mit wahrscheinlich so 10% mehr FPS, als ihr vorher hattet. Was ziemlich nice ist, wenn man bei so Spielen wie Minecraft bedenkt, dass man da mal ganz schnell 300 bis 700 FPS hat mit Optifine. Dann sind das 30 bis 70 FPS mehr, was schon ziemlich ansehnlich ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr dem Like-Button gerade mal einen High Five geben könntet. Und der Abonnieren-Button wird auch schon ganz rot, also könntet ihr ihn vielleicht mal kräftig drücken. Das wäre schön. Und dann war's das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten.